Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Salt and Sanctuary. Im letzten Part haben wir, war das der letzte Part? Ich denke schon, wo wir das Schloss der Stürme gefunden haben. Und ich gucke jetzt nochmal kurz nach, es gibt Giftpfeile. Oh, okay. Ja, ich könnte eigentlich mal was kaufen. Pitchfire, was ist das denn? Feuerschaden. Feuerschaden ist geil. Wie viel können wir denn davon kaufen? Eine Menge. 6, komm. Yep. So, wir könnten natürlich auch Porch of Salt holen. Aber ich denke mal, das ist Quatsch. Was ist das? Kapitänsmantel? Das ist doof. Das ist auch... Obwohl, die Schuhe sind gar nicht mal so schlecht. Gegen Blitz. Ah, ich weiß nicht. Die Laterne... Was kann der denn eigentlich... Zeigt die Lage der vermissten verlorenen Seite. Oh, okay. Das ist sogar billig. Nice, nehme ich. Gegenstände verkaufen. Da können wir jetzt eigentlich eine Menge machen. Allein die Kartoffeln können wir... Ah, ne, die bringen ja nichts. Stimmt ja. Dieser komische Feuertopf bringt irgendwie auch nichts. Habe ich das Gefühl. So, weg mit dem Scheiß. Die Granaten benutze ich eigentlich auch nicht. Sollte ich mal vielleicht machen. Die Journey Bottle brauche ich auch nicht. Die Bolzen brauche ich nicht, die nehme ich eh nie. Für 20 Gold zwar ganz schön wenig, aber okay. Feuerpfeile behalte ich. Brauche ich auch nicht, benutze ich auch nie in meinem Leben. Ich weiß das einfach. Ich bin nicht so der Typ dafür. So, das sind die ganzen Schmiedematerialien, die behalte ich natürlich allesamt. Ja, okay, gut, hiervon können wir echt was verkaufen. So. Das können wir auch wegmachen. Die Ringe, die Ringe, die Ringe, die Ringe. Sperrt Mindesthaltevermögen bis zu einem Drittel des Durchhaltevermögens. Ich weiß nicht, was das heißt, ganz im Ernst. Deswegen kommt das jetzt weg. Sorry, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Rüstungen. So, jetzt geht's ja los hier. Das kann weg, das kann weg. Und das kann auch weg. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal, was weg kann. Ja. Ich denke, das war es erstmal. So. Oh Gott, ich muss gleich, glaube ich, niesen. Ich spüre das schon. Was habe ich hier nochmal? Der Kondition, das ist nice. Steigern Sie die Verteidigung und Schäden. Ich mach den erstmal weg und mach dafür dann den... Obwohl, den Salzring kann ich ja erst anziehen, wenn ich wirklich was verloren habe. Meines Erachtens nach, meiner Meinung nach, habe ich noch nichts verloren. So, weg mit euch. Wir gehen jetzt dann doch in das Schloss der Stürme, weil ich bin der Meinung, woanders habe ich nichts vergessen. Und falls doch, kann ich das noch nachholen, aber das ist halt... Nee, Quatsch, es gibt ja noch Wege. Ah, ich habe die Wege vergessen, ich Idiot. Es gibt ja noch andere Wege. Dann sollten wir da erstmal nachgucken. Aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie man da hinkommt. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie kommt man da hin? Hierdurch vielleicht? Nee, das mach ich mal nicht. Hab zu viel Schiss drum. Wie kommt man jetzt zu diesem komischen Wald? Doch, das muss doch hier sein, oder? Ich gehe da jetzt einfach mal runter. Scheiß drauf. 418 Salz, das ist gar nichts, ist das. Ey, kann man irgendwie... Ah, hi, hier bin ich jetzt. Ah, ja, genau. Dann müsste ich hier eigentlich auch richtig sein. Dann müsste ich hier richtig sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wenn man hier jetzt runter geht, dann kommen wir ja... Genau, hier raus. Zum Nah. Der jetzt weg ist. Alles klar. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht irgendwie als Feind oder so. Wisst ihr, die ganze Zeit ist nichts mit meiner Nase gewesen. Und jetzt fängt sie wieder an zu trollen. Das ist so ein ätzendes Teil. Ich weiß nicht, was meine Nase hat, aber irgendwie, sie hat was gegen mich. Ich habe keine Ahnung.
Warum leuchten denn jetzt die Kerze auf einmal nicht mehr? Die haben noch Feuer geleuchtet. Ich weiß nicht, was das Spiel mir sagen will, aber irgendwie ist das nicht gut. Irgendwas hat das Spiel. Schön erstmal daneben geschlagen. Alter, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack, ey. Ja, schön doof, ne? Nein, jetzt hat's mich. Oh Mann, ey. Ich krieg echt noch einen Kotzreiz. Ich mach mal ganz kurz meinen Ton aus, weil ich muss schniefen. Was war denn eigentlich hier unten nochmal? Ah, ich glaube, das war nicht wichtig. Das war eher unwichtig. So, ich renne jetzt hier durch. Ich habe keine Lust, jetzt die ganzen Parts lang nur nach einem Rückweg zu suchen, ja. Also das Schloss der Stürme ist uns schon mal sicher bekannt. So, sage ich mal jetzt. So, dann hier lang. Da war ja noch irgendwie so ein richtig dunkles. Ein richtig dunkler Keller, sag ich jetzt mal, so was richtig Dunkles. Und dann gab es ja noch irgendwie was. Ich werde den Weg schon finden. Ich werde den richtigen Weg schon finden. Ich glaube sogar, dass das Schloss der Stürme wirklich so das Ding ist. Weil Schlösser in Dark Souls waren auch immer so das Ende des Spiels. So, hab mein Mikro wieder ein bisschen weiter runter gemacht. Deswegen denke ich, dass da das Endgame ist, sag ich jetzt mal. Also, dass da das Ende des Spiels ist. Nicht das Endgame. Endgame ist ja was anderes. Und genau deshalb gehe ich jetzt nach unten. Weil wir wollen ja eigentlich alles entdecken. Auch wenn ich manchmal gar keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Jetzt nicht rein Ja, das ist halt bei jedem Souls-Spiel, was ich anfange. Ich habe halt nicht Bock auf das. Nicht mehr. Mein Gott. Soll ich das sagen? Ich habe einfach nicht keine Lust auf das Spiel, sondern ich habe. Ich kann das nicht erklären. Ich habe Angst, einfach so krass hier wieder zu sterben. So. Ich kann noch einen schweren Schlag machen, habe ich ganz vergessen. Ich kann auch irgendwie parieren. Wie war denn das nochmal? Nee, eins nicht. Ach, so, okay. Ah, so geht parieren. Müssen wir uns auch mal merken, bei Bossen oder so. Okay, bei Bossen wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Wie ich diese Bogenschützen hasse. Das sind die schlimmsten Gegner von allen. Die hier kann man locker mit einem Schlag wegmachen. Die sind kein Stück schlimm. Aber diese komischen. Nee. Geht gar nicht. Guck mal, wir haben hier was vergessen. Überzogband. Hier waren wir auch noch nicht. Okay, interessant. Ich habe zwar nur einen Zauber bekommen, aber immerhin habe ich einen Gegenstand gefunden. Hier kommt ja gleich ein Krabbelvieh runter, das kennen wir ja schon. Ja, komm, los. So, weg mit dir. Hier runter war das, ne? Ja, ich denke schon, dass wir hier jetzt richtig sind. Ja, hier sind wir richtig. Das Problem ist, es sollte irgendwie zurück zum anderen Leuchtfeuer. Ich sollte das mal machen, weil hier unten ist halt der Weg. Und dann ging es ja da woanders noch weiter. Aber ich muss erstmal zum anderen Feuer. Es tut mir wirklich leid. Dafür werden die Folgen ab jetzt länger, immer 25 Minuten. Weil ich hänge ein bisschen hinterher, glaube ich.
denke ich mal. Obwohl, vielleicht ist es auch schon fast das Ende des Spiels. Man weiß es ja nicht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht verkacke. Ach, hier können wir ja gar nicht mehr hoch. Ah, shit. Oh nein, wir müssen jetzt den ganzen. Oh nein, wir müssen jetzt den Scheißweg zurück. Boah, nicht euer Ernst, oder? Geht das überhaupt? Ich nehme mal so einen Chart. Ich nehme mal noch einen. Die bringen ja fast gar nicht, die Charts. Das ist ein bisschen schade. Geht das? Ist das machbar? Ja, das ist machbar. Krass. Um die Gummiviecher, da kümmere ich jetzt mich mal nicht. Na, ich bin darauf gekommen. Wie cool ist das denn? Das ist ja mega nice. Ich bin da echt drauf gekommen. So, dann muss ich jetzt das Vieh immer platt machen, weil sonst schießt das mir die ganze Zeit hinterher und das andere vergiftet mich nur. Das ist auch Kacke. Ich hoffe mal, das Blobvieh kommt mir jetzt nicht noch hinterher. Ja, nice. Super. Ich bin fast da. Wie kommt man denn da oben eigentlich hin? Da ist auch noch eine Truhe. Ich glaube, das werde ich mir gleich mal holen. So, jetzt habe ich das hier genommen. Weil ganz ehrlich, wenn wir sterben, möchte ich nicht den ganzen Weg nochmal latschen. Da will ich dann lieber hier sein. Das macht mehr Sinn. Es tut mir auch leid, falls andere Let's Player oder so, bei denen ihr das vielleicht auch schaut, ich weiß es ja nicht, die da vielleicht ein bisschen besser sind oder auch ein bisschen schneller sind. Ich nehme mir Zeit für Spiele und lass mich nicht hetzen. Ohne graue Perle. Das ist nice. Aber wir haben noch eine neue Rüstung gefunden. Lederrüstung. Die könnte ich sogar tragen, ist aber ganz schön scheiße. Vielleicht sind ja die Handschuhe besser. Ja, doch. Und ist auch alles allgemein ein bisschen. Oh, nee, das ist sogar schwieriger. Na, ob ich jetzt so eine Rolle mache oder. Ach, das bisschen mehr Rüstung da, das ist ein. Scheißegal. Nee, Quatsch. Hier lang. Hier lang ist richtig. 2203. Moment mal, was macht denn eigentlich so ein Salzsack? 800. 800 nur? Wow. Wie viel brauche ich denn? Okay, gut, dann nehme ich nochmal so ein Ding. Aber nicht ein Salzsack, sondern so ein Porch of Salt. Leute, das reicht nicht mal. Also ich rate, das reicht auch nicht. Ihr kleinen Lutscher. Na gut. Wenn die es nicht anders haben wollen, dann kriegen die halt jetzt nochmal so ein Bundle. Mir soll es recht sein. Das bisschen mehr tötet mich nicht. So. Vielleicht sollten wir was in Dingsbums skillen. In, hier. Na? Ich komme da nicht hin. Scheiße, mein Steuerkreuz ist so. Ah, so geht's, okay. Und dieses Pferd ins Gewicht. Aber wir müssen ja noch nach oben dann, ne? Klasse 3 Schwertkämpfer wäre schon ganz geil. Ich glaube, ich gehe dann eher den Weg hier, weil hier ist noch ein bisschen mehr Gerätelast. Kriegt man nochmal ein Gerätelast dazu? Ich glaube schon, wa? Könnte sein. Gut. Moment, wir können ja noch. Wir haben ja noch eine graue Perle. Da werde ich auch mal was machen. Weil eine Sache ist total unnötig eigentlich. Was ist, wenn ich eigentlich das hier wegnehmen würde? Würde dann das hier auch alles weggehen? Wäre natürlich scheiße, aber ich mach's einfach jetzt mal. Nee, geht nicht weg. Ha, nice. Nice gemacht. Und nochmal Gewicht. Ist doch schön. Immer her damit. Irgendwann können wir die Rüstung schon tragen. Und dann machen wir schnelle Rollen. Haben viel,
Rüstung. Also es geht eigentlich. So vom Schwierigkeitsgrad. Manche Bosse sind natürlich echt knüppelhart. Und manche Gegner sind einfach nur nervig. Eigentlich bisher nur einer. Und das ist halt dieses komische Etwas. Muss ich hier hin? Ja, hier hin. Hier ist richtig. Hier mache ich noch einmal kurz das Vieh platt. Ich frage mich ja, wann war unser... Wir hätten auch noch unser Schwert machen können, oder? So, also da unten geht's weiter und hier geht's ja noch weiter. So, die mache ich ja alle einfach platt. Ah ja, da war so ein Auge, was auch immer das macht, stimmt ja. Kann es sein, dass es irgendwie nichts macht? Hä? Okay, es ist tot. Hat es das vielleicht unsterblich gerade gemacht? Das wäre interessant zu wissen. Gesegnete Waffe. Oh, okay. Also hier geht's auch weiter. Dann gehen wir mal hier lang, komm. Bisschen auf Entdeckungsreise. Kann ich das nicht irgendwie anschießen? Warte mal. Mir kommt jetzt eh nichts hier hinterher. Ich schieße das mal jetzt an mit dem Bogen. Ja, ganz im Ernst, ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Nice. Komm mal her, Kumpel. Ey, irgendwas ist da. Scheiße. Ich sollte mal auch mal wieder zu meinen komischen Grass-Dings. Ja, die sind echt unsterblich. Krass. Also viel macht das Vieh nicht, das ist gut. So, fick dich, ey. Jetzt wird bei uns auch noch gehämmert hier, das gibt's ja gar nicht. Hier kommen auch noch welche, wa? Nee. Wo sind wir hier? Red Hell of Cages. Alles klar. Okay, ich soll meine Fackel anmachen. Oh, und ich weiß, soll ich runterspringen oder nicht? Ich habe jetzt wieder 3000. Boah, ich weiß es nicht. Oh, komm, Risiko. Das war schon hart dämlich, oder? Das war schon wirklich hart dämlich. Ich hab gedacht, da unten wäre Boden. Ich hätte echt gedacht, da wäre Boden. Ach, das Spiel... halt ein Die-to-Live-Game, wie ich es so schön nenne. Erst wenn man stirbt, weiß man, dass das Spiel... Ja, weiß man eigentlich das Leben auch zu schätzen in diesem Spiel. Das ist nicht bei jedem Spiel so. Bei den meisten Spielen heutzutage ist es ja leider so, dass wenn man stirbt, denkt man sich, ach komm, machen wir weiter, ist ja nicht so schlimm. Das vermisse ich auch so ein bisschen an den Spielen von heute, dass man Leben hat. Hier bei sowas hier nicht. Hier ist es ja einfach unfair, das Spiel. Also, was heißt unfair? Aber hier ist es gerecht, dass man kein Leben hat. Aber bei Spielen, weiß nicht. Klar, ist auch irgendwo so ein bisschen altbacken, weil man dann wieder von vorne anfangen muss. Aber bei manchen Jump'n'Runs wünsche ich mir echt Leben zurück. Oder allgemein nochmal Jump'n'Runs. Das wäre schon geil. Lass mir jetzt ein bisschen Salz farmen. Ja, das ist ja... Die Sau hat den gerade unbesiegbar gemacht. Da ist ja noch einer. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt bist du tot, ey. Jetzt kann das Auge auch nicht mehr helfen. Dieses hässliche Etwas, ey. Guckt's euch an. Ich komm da nicht mal ran an das Vieh, ey. Ja, du, ich mein dich. Komm runter. Los. Komm da runter jetzt. Was macht der jetzt? Oh, alles klar. Es soll mir recht sein.
Wenn du den da oben schützt, das kann mir ja egal sein. Mir kann das echt sowas von Wumpe sein. Die da oben interessieren mich kein Stück. Die jetzt hier schon eher, aber die sind jetzt auch nicht so schwer, dass ich jetzt... Holy shit. Oh, okay. Ich sollte mal was fressen. So, rüber gesprungen. Zack. Weg mit dieser Sau, ey. Komm. Scheiße, es geht nicht. Jawoll. Endlich mal richtig exekutiert, ey. Krasser Scheiße. Ja, das Kontern, das muss ich noch üben mit dem, also das Parieren. Oh, eine Kartoffel, Mensch. Geil, wollte ich schon immer haben. Eine Kartoffel, eine echte Kartoffel. Ich hoffe mal, dass das Fliegevieh hier ist. Ah, nice. Geile Sache. Ich gehe da nicht runter. Also da unten bringt das echt gar nichts. Dann gibt es noch einen einzigen Weg, und zwar unten den Weg. Weil ich glaube, das führt nämlich auch zu diesen roten Halle der Käfige oder wie das auch mal hieß. Ich glaube, da führt das hin. Ich weiß nicht, was die da oben hämmern, aber irgendwie haben die hämmern die ganze Zeit schon. Die hämmern auch vor allem fast jeden Tag. Ich weiß nicht, was die haben. Keine Ahnung. So, gehe ich mal hier hoch. Auch wenn das jetzt tödlich ist, weil das Auge ist da irgendwo und krebelt da rum. Ein Glück bin ich runtergefallen. Na, leck mich am Arsch. Das ist echt runter. Das ist echt runtergesprungen, das Fickvieh. Komm her, du Scheißauge. Lebt das immer noch? Regeneriert sich das irgendwann? Kann das sein? So, hier kommen auch nochmal Gegner. So. Ich gehe schon wieder den falschen Weg, ne? Oh Mann, ich gehe schon wieder den falschen Weg. Oh, ist das ärgerlich. Ist das zum Kotzen? Ich kann ja nicht mehr zurück. Da muss ich wohl dieses Horn benutzen, wa? Wo ist denn das? Das habe ich gar nicht mehr drin. Das Horn, das Horn. Oder hier so eine Bell of Return. Ja, komm. Jawohl, hier wollte ich hin. So, erstmal aufleveln. Geht ja nur einmal, glaube ich, oder? Oh, ich könnte auch nochmal, glaube ich. Wenn ich jetzt noch so ein Port-Sting benutze, mache ich jetzt auch mal. Doch, ich habe ja noch die Bundle, das stimmt ja. So, nice. Kann ich mich noch einmal leveln. Das ist doch schick. Heute kommt übrigens doch nochmal einmal Trackmania und ich werde ab der 4. Folge erstmal den Sound höher stellen, weil ich habe gemerkt, der Sound ist fast gar nicht zu hören. Und dann werde ich auch mal online spielen. Habe ich mich doch mal entschlossen bei Trackmania. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Stärke rein. Und das ist maximale Ausdauer, können wir auch mal machen, stimmt. So, und dann können wir dann hier lang und dann können wir hier weiter mit Gerätelast machen. Allgemein Gerätelast müssen wir ein bisschen mehr skillen. Was ist hier? Schwertkampf schon 4. Krasser Scheiß. Gut, dann war es das aber wieder mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir unten lang gehen und mal schauen, was da ist. Das wird wahrscheinlich wirklich dieses Käfigding sein. Und das ist halt ein neues Gebiet. Ich hoffe, wir finden da auch ein neues Lager. Und ich hoffe mal, dass die da oben endlich mal aufhören zu hämmern, weil die sind echt behämmert. Ha, versteht ihr? Ich glaube schon. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Hat Spaß gemacht. Noch macht es echt Bock. Ich hoffe aber so langsam, dass wenn bis Dark Souls 2, genau, bis Dark Souls 3 raus ist, dass ich dann ungefähr schon durch habe. Ja, gut, haut rein, bis dann und ciao.